es eingegeben. In der Fabrik. Ja, da habe ich auch den Fehler gemacht, die direkt zu den Türmen zu schicken. Weil das sollte man nicht tun, weil das ist so halt so ein bisschen Erfahrungswerte, dass man weiß, dass die, wenn die bei den Türmen stehen, direkt auf den Gegner zurennen und dann mit dem Gegner sich anlegen und die Türme gar nicht mehr rankommen an den Gegner. Und somit stehen sie dann alleine da. Ich glaube, hier werde ich jetzt ein paar nehmen und nach drüben schiefen. Jawohl, schiefen will ich sie. Ich weiß auch nicht, ich sollte noch einen Schluck Cola nehmen. Vielleicht wird die Aussprache dann noch besser oder so. Oder ich sollte wenigstens weniger Dr. Allwissend und so gucken. Ja, man hatte mir auch schon gesagt, dass ich ab und zu so komische Phasen habe, wenn ich was erkläre, dass ich so ein wenig wie Erklinge. Ja, ist doch schön, wenn man, ja, ne, und so. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse, falls er das sehen sollte. Was ich allerdings nicht glaube. Also ich glaube, der hat andere Dinge zu tun. Und seine Folgen vorzubereiten und so weiter. Ja. Aber ich bin ja auch nicht sein einziger Fan, glaube ich. Nicht wirklich, nein. Es gibt auch noch andere, die solche Richtungen machen. Und das ist gar nicht mal schlecht. Also, die auch wirklich ein bisschen dann auf die Geschichte und so weiter eingehen. Dessen Namen ich gerade leider ein wenig im Hinterstübchen habe, aber mir gerade nicht einfallen will. Aber na gut. So, aber das sind ja meistens diese Blogger, die dann wiederum, wobei Dr. Allwissend und so haben da ja, glaube ich, soweit ich weiß, noch nie drüber gemeckert, dass dann doch die Let's Player doch so einfach hätten und tralala und sowas. Und ja, da muss man halt gucken, was liegt mir, und Let's Playen selbst ist auch nicht so einfach, vor allem auch mit den Lizenzen und so weiter, was man alles braucht und was im Hintergrund alles läuft und so weiter und so fort. Das wird einfach alles nur so runtergehandelt nach dem Motto, ja, da muss man ja nur hier auf Rekord drücken, das Spiel laufen lassen und gut ist. Ja, bei manchen Kanälen sieht man aber auch das Endresultat, wenn sie denken, Rendern wäre Konvertieren und gut ist oder sowas, sondern Rendern ist wirklich Rendern und kommt von Rendering und nicht nur von ich laufe vor die Türme. Na gut, es geht noch halbwegs. Aber genau das meine ich, und jetzt werden die da vorne stehen. Oh. Das wäre wirklich dezent super, wenn die auch wirklich auf den Punkt zurückgehen würden, wo ich sage, bitte sammelt euch da und nicht in Brulululu Bingdubung. So. Aber jetzt seht ihr, warum ich sie wirklich so weit zurückhalte. Weil sie wirklich vor die Türme rennen. Und dann einfach da den Gegner versuchen zu eliminieren und so weiter. Und das ist alles nicht schön. Also es ist uneffektiv. So. Aber ich finde, also meine Meinung ist ja immer Leben und Leben lassen und so weiter. Und ja, also sagen wir mal so, liebe Let's Player, holt euch bitte auch die Lizenzen. Ich kenne da so ein paar Flitzetypen, die meinen einfach so, ja, was wollen die mir? Und ich mach einfach und so, und ja, könnt ihr machen und sonst was, aber muss jeder, finde ich, für sich selbst verantworten, was er treibt auf seinem Kanal oder lässt. Ist auch richtig so, aber naja, mein Tipp ist halt, holt euch das Zeug. Weil was habt ihr zu verlieren, ne? In dem Sinne. Und wenn euch dann wirklich jemand mal so zerstört die restlichen Kraftwerke, okay. Ja, die mit ihren Kraftwerken. Gut, werden wir auch noch tun. Aber nicht jetzt. Aber jetzt haben wir 30 von 30 voll. Vielleicht sollten wir dann mal zwischenspeichern und dann mal von der Defense in die Offense wechseln. Und versuchen, den mal in den Popo zu kneifen. So. Aber sagen wir es mal so, wenn ihr jetzt wirklich irgendwas Let's Played oder irgendwie Sachen macht, und dann gibt es wirklich Publisher, die sagen, nein, du darfst es nicht mal aufnehmen und veröffentlichen, weil das ist wirklich so, wenn du dir ein Spiel kaufst, dann hast du es dir privat gekauft und darfst es selbst spielen, aber du darfst es keiner breiten Masse vorstellen. So sehen nämlich die Eulers und ähnliches aus, ist auch so gewollt.
Und wenn du dieses aber auf YouTube hochlädst und das Ganze veröffentlichst, dann stellst du es genau einer breiten Masse vor, weil du hast ja auch keinen Einfluss drauf, wer sich das jetzt anguckt oder irgendwas. Und hoffst natürlich, dass es mehr als nur 5 Klicks sind, so im Jahr. Weil das wäre dann doch keine breite Masse. Und sehr schade. Aber lasst euch davon auch nicht irgendwie jetzt deprimieren oder irgendwas, sondern dann schaut er halt, dass ihr euch ein bisschen Publish macht, ne? Aber bitte auch nicht über Kommentare und sonst was hier einfach so, hey, tolles Video irgendwo drunter schreiben und guckt doch mal bei mir rein, weil das macht euch einfach nur ein Negativ-Image. Und eigentlich sollte ich darüber gar nicht so viel quatschen, aber egal, sind wir mal so offen. Und ich denke mal, das schadet auch keinem, wenn ich hier meine Meinung ein wenig kundtue. So, aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, dieses Kleinkriegerische zwischen diesen ganzen Bloggern und Let's Playern und was es nicht alles gibt. Ich finde zumindest, ist meine Meinung, ist das vollkommener Schwachsinn. Und wir sollten mehr zusammenarbeiten und es kann ja nur was Positives theoretisch daraus resultieren. Und es macht YouTube einfach attraktiver. Sagen wir es mal so. Wenn es auch verschiedenste Formate gibt und man sich gegenseitig auch unterstützt und so. Oder auch mal zum Beispiel mit YouTubern und also YouTubern, wenn wir halt zusammenarbeiten und haha, jetzt gehen wir wieder zurück. Das war nur ein haha, guck mal, wir sind auch noch da. So. Da gibt es zum Beispiel auch von einem Blogger, dem ich glaube Let's Fail war es, ein schönes Video, wo er sagt, so über die Gaming-Szene und so weiter, dass es ja früher so war, die Musik lief eigentlich immer so monoton mit. So. Und heutzutage ist es so, dass die Musik quasi zum Spielgeschehen immer wechselnd angepasst wird. Und genau das ist hier jetzt gerade auch passiert, dass quasi ein Angriff oder sonstiges stattfindet, also ein Zusammentreffen von verschiedenen Einheiten, die sich dann bekriegen, und dann heißt es eben, hoho, jetzt kommt die Actionmusik, und wenn dann wieder eine Ruhephase ist, kommt die Ruhemusik und so weiter. Und das finde ich auch super. So. Vor allem ist es auch so, dass man gleich mitkriegt. Ah, Moment, der stirbt mir hier gleich. Geh du mal weg hier. Moment, du gehst. Ah, nein! Mein Gott, von halb auf gleich tot. Ja, der ist auch tot. Wo willst du, Saftnase, eigentlich hin? Mal so eine Frage. Ja, Laser etc. Also er ist eigentlich hierfür da. So, jetzt sollten wir aber langsam auch hier ein wenig Strength 2 vorpushen und bevor dann die nächste Welle kommt. So, und zwar auf... Was machst du da? Junge! Ja, rennt doch alle, weiß Gott wohin! Ach, das sind die von drüben! Die sind jetzt oben lang gerannt und... Oh, das liebe ich! Die rennen oben lang, weil sie unten sehen, der Weg ist ein wenig blockiert und ich kann ja keine 2 Sekunden warten, dass der vor mir vielleicht mal wieder Hackengas gibt und ich hinterher kann, und da staut sich's halt in dieser engen Passage und dann rennen sie hinten lang. Und das ist natürlich total für den Popos, weil das kommt dabei raus, weil dann rennen sie voll in die Abwehr. So, genug gemeckert und geflamed, aber na gut. Ist halt Wegfindung. Sie versuchen immer den... Ja, und stell dich vor die Kanone, weil dahinter wäre ja auch schön. So, aber dafür sind wir ja auch der Commander, um auf solche blödsinnigen Aktionen zu achten und dann zu sagen, lass es bitte ein wenig dezent. Weil das ist Nonfuch, das ist Schwachsinn. Aber na gut, dann produzieren wir jetzt oben weiter. Hatte ich übrigens auch schon mal gesagt, wäre schön, wenn man die Produktionsstätten hier unten noch mit in der Leiste hätte oder so. Oder irgendwo hier. Dass man einfach mal die Produktion hier im Schlachtfeld weitermachen kann.
So, und eben hier heilen wir mal hoch und dann zwei Schuss und wieder hochheilen.